7 unfassbar schlechte YouTuber-Produkte von Dude mit Maske. Willkommen zurück zu einem weiteren unfassbar wilden Video auf diesem Kanal. Und deshalb sage ich voller Vorfreude, was geht, Boys and Girls? Oder wie der ein oder andere YouTuber, welcher gerade in Kritik steht, sagen würde, was geht ab, Dude mit Maske, auf trocken am Start. Hä? Wer ist das? Dude mit Maske, okay. Oh ja, jetzt bin ich gespannt. Tobi ist ja ganz wild am Start. Naja, jedenfalls habe ich heute mal wieder eine ziemlich loste Sache für euch. Aber irgendwie, es wundert mich gerade eben, ich dachte, er wollte seinen Stil ändern und Videos machen, wo er im Stream auf irgendwas reactet und das dann krass schneiden. Aber irgendwie sieht es mir gerade eben danach aus, als würde er wieder ganz normal Videos machen. Hat er nicht lange angehalten bei Dude mit Maske. Ja, der Ehrenbrä. Aber ich habe schon gesagt, wenn er halt diese, das haben wir auch schon mal im Stream gesagt, wenn er halt diese Reaction-Sachen macht, dann wird er auf jeden Fall von den Klicks her deutlich abstürzen. Ja, weil ich denke nicht, dass es so viele feiern, einfach nur diese Reaction-Sachen. Auch also selbst wenn das krass geschnitten ist, denke ich nicht, dass viele dann sagen werden, Alter, geil, ich brauche jetzt unbedingt einen neuen Reaction-YouTuber. Überlegt. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, der ein oder andere YouTuber hat in der Vergangenheit und auch aktuell richtige Lelek-Produkte rausgebracht, die man nicht so wirklich nutzen kann. Aber um den Bogen nicht weiter zu überspannen wie Young Alpha, wenn er vor dem Kindergarten steht, fangen wir lieber direkt mit Platz 7 an. Bei Platz 7 handelt es sich um ein Produkt von einem YouTuber, welches gar nicht physikalisch greifbar ist, sondern wofür man sich ins Kino bewegen musste. Dieses Produkt, was dabei entstanden ist, ist halt wirklich nicht gut gewesen und um das zu ertragen, braucht man entweder keinerlei Gehirnzellen mehr oder man muss sich jeden Morgen gefühlt eine halbe Pulle Korn in die Birne kippen, damit man sich das überhaupt reinziehen kann. Ich rede dabei von dem filmischen Meisterwerk von niemand geringeren als Fresh Torge und seinen grandiosen Film Kartoffelsalat, der eine unfassbare Bewertung von 1,2 auf der IMDb bekommen hat. Ich frage mich ganz... Schreibt mal bitte rein, habt ihr den Film Kartoffelsalat gesehen? Gibt's Leute, die da mitreden können und sagen, yo, Alter, ich hab's geschaut. Ich glaube, ich bin auch einfach zu alt dafür. Ja, ich merke es mittlerweile selber, ich bin zu alt dafür. Ja, also das ist, also keine Ahnung, ich hab's mir nicht angeguckt und allein schon die Bewertungen sollten zeigen, dass der Film relativ lost war. Ja. Ja, ging, okay. Aber die Bewertungen, die waren halt, die schienen wirklich enorm schlecht gewesen, also wirklich enorm schlecht gewesen zu sein. Es ist der schlecht bewertetste Film aller Zeiten. Wenn es so sein sollte, dann. Haben sie wenigstens einen Rekord aufgestellt? Ganz ehrlich, woran das liegen mag, weil da spielen auch so krasse Leute wie Dagi B und Cooper, Simon Desmond. Ja, ich meine, wenn Simon Desmond spielt, ist das doch absolut geil, oder? Das will man sich da doch reinziehen. Aber jetzt mal Real Talk, auch wenn der Film ziemlich schlecht ist, dürfen wir dabei nicht vergessen, dass der unfassbare 2,5 Millionen Euro eingespielt hat. Also, what the hell, der hat... Was hat der? 2,5 Millionen Euro eingespielt? Ist, dürfen wir dabei nicht vergessen, dass der unfassbare 2,5 Millionen Euro eingespielt hat. Also, was der Hell, der hat wirklich einen Kothaufen genommen, hat den Gold angesprüht und hat damit wirklich viel Geld verdient. Das muss man auch erstmal schaffen, deswegen Props an dieser Stelle und für mich zumindest ein ziemlich verdienter Platz 7. Immerhin ist Simon Desio dabei, das lohnt sich doch, oder? Es geht aber ziemlich wild weiter. Ey, nur Desio, Kuss geht raus, Platz 6 belegt nämlich an die YouTuberin, Liebe. Die... Sekunde, mein Handy klingelt. Ja, der Boss am Apparat. Ich hab... Oh mein Gott, dieses... Ist vom Hood-Tape. Aber mein eigenes Lied aufgenommen. Nein, Bibi, geh mir nicht auf die Nerven. Ich will nicht deine Musik kaufen. Nerv mich einfach nicht. Und damit wissen wir direkt, wer damit gemeint ist. Es geht um niemanden geringeren als die gute, liebe alte Bibis Beauty Palace. Die dachte sich nämlich vor ein paar Jahren, dass es eine ziemlich nice Idee wäre, ihre geistigen Ergüsse mit Autotune zu garnieren und das dann auf YouTube hochzuladen. Dabei ist dann ein wahres Meisterwerk, ein würde schon sagen, Spanisch ein sprich, wahres nicht lyrisches Spanisch. Feuerwerk der deutschen Sprache und Kultur entstanden, nämlich BAP. Wow. Lassen wir uns das nochmal auf der Zunge gehen und der ein oder andere wird sich an diesen Genuss erinnern können. Kein Copyright. Was ist denn das hier im Bild? Was hat sich Dude dabei gedacht, einfach dieses Werkzeug bei Photoshop zu nehmen, was einfach die Fehler behebt sozusagen? Du kannst so ein Werkzeug nehmen und dann macht es das so, wie du es ungefähr haben möchtest, dass es einfach nur die Haut zum Beispiel zeigt. So, er hat das halt so stark gemacht, dass man halt einfach hier irgendwelche Narben sieht. Wir dürfen dabei natürlich nicht vergessen, dass das vielleicht auch eine ziemlich gute PR-Aktion gewesen ist und sie ziemlich viele Klicks und Aufmerksamkeit dadurch bekommen hat. Ich meine, what the hell, gefühlt jeder hat irgendwie darauf reagiert, hat ein Video darüber gemacht und die wurde ordentlich durch den Kakao gezogen. Einige Leute sagen sogar, dass Bilou irgendwie ein maximal schlechtes Produkt ist an der Stelle, aber sind wir mal ehrlich, also die Musik von Bibi ist wirklich maximal schlecht. Von Bilou kann man halten, was man will, im Endeffekt ist sie eine Beauty-YouTuberin und damit kann man was anfangen, aber how kommt man denn auf die Idee als Beauty-YouTuberin oder was weiß ich? Warte, aber how...
How kommt man denn auf die Idee? Er sagt nicht, wie kommt man die auf die, sondern how kommt man die auf, kommt man auf die Idee? Jetzt werden schon so kurze Worte, werden jetzt einfach schon aufs Englische übersetzt. Also es wird immer verrückter, ne? Wirklich maximal lost und der war auch sowas von schlecht, dieser Song. Bitte, Baby, verschon uns in Zukunft damit. Platz 5 ist vielleicht nicht ganz so musikalisch, aber es geht um eine Sache, die erst vor kurzem passiert ist. Wer kennt ihn nicht? Den limonetten Drogenonkel von nebenan, der immer ordentlich nach Gras riecht und Simon der scheinbar das Zeug direkt von der Platte konsumiert und dann auf die abstrusesten Ideen... Wer könnte das sein? Also wer hat viele Drogen genommen und kommt auf die krassesten Ideen? Open Mind. Ja doch, nee, dann ist es ja echt Open Mind, wenn es um Drogen geht. Weiß kommt, um an Geld zu kommen. Dieser nette Drogenonkel ist in dem heutigen Video der gute alte Open Mind. Ich bin ganz ehrlich, ich habe gar nicht so viel mit Open Mind zu tun. Ich finde ein paar Videos von ihm noch nicht mal schlecht oder so. Ich meine, es ist nicht mein Content, aber viele Leute, auch befreundete YouTuber und Streamer von mir sagen, hey, die Videos eignen sich auf jeden Fall dafür, wenn man sich informieren möchte. Ich finde es vielleicht trotzdem nicht ganz so gut, aber ist ja auch egal, darum geht es nicht. Der dachte sich aber, dass es eine richtig geile Idee wäre, ein 20-Euro-Produkt von Alibaba zu nehmen, einfach seinen Namen hinten drauf zu klatschen und den Bums dann für 69,69 €. Wow, was ein... Alter, lol, hat er es wirklich gemacht? Open Mind, Psychedelic, Smart Star Projector, 3000, steuerbar mit Alexa, Google Home und oder Smartphone. Geil, Bruder, ey, was ist das für eine starke Idee? Er nimmt halt einfach 1:1 das gleiche Produkt von Alibaba und vermarktet es. Ja, aber auf die Idee muss man erstmal kommen, das ist schon stabil auf jeden Fall. Das ist schon stabil, ne? Also man braucht einfach keine Idee, sondern man übernimmt es einfach. Klatschen und den Bums dann für 69,69 €, wow, was ein Joke, zu verkaufen auf YouTube. Damit man ihn mit diesem Produkt supporten kann. Wir wissen, dass YouTube 2020 komplett lost ist, wenn eigentlich positiv konnotierte YouTuber, konnotiert kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob das Mode ist, dass man auf einmal so ein Hundehalsband trägt. Dude mit Maske, bitte klär mich da nochmal auf. Ich sag das nur, um ihn zu triggern, weil ich mit Mode halt eh keine Ahnung hab. Alter, ich feier das immer so brutal, ich hoffe, du siehst das. Sonst wird ja wieder gesagt, ich hätte mir ein Brockhaus heute Morgen zum Frühstück reingewürgt, Mann. Jedenfalls wissen wir, dass YouTube im Jahre 2020 echt lost ist, wenn eigentlich positiv wahrgenommene YouTuber wie Open Mind so ein Produkt verkaufen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn man das hauptberuflich macht, ist es absolut nicht verwerflich zu sagen, hey, ich möchte auch ein bisschen Support dafür haben. Und um mich zu supporten, könnt ihr gerne dieses Produkt kaufen, ich mache da ein bisschen Gewinn mit. Killer HD, gar nicht so schlecht der Name, demnächst Hund mit Maske am Start. Ja, sehen wir ihn. Das ist schon ein erster Vorgeschmack. Ne? Also wenn es weitergeht, kann es sich wirklich Hund mit Maske nennen. Also ist absolut nicht schlimm. Das Schlimme hierbei ist aber, dass... Warte mal, ja, diese Halsbänder tragen viele. Ich habe Real Talk, Helena jetzt mal, wirklich Real Talk, ich habe noch niemand gesehen, der so ein Halsband trägt. Muss ich jetzt mal wirklich sagen, aber ich kenne generell niemanden, der ein Halsband trägt. Also wirklich, ich kenne hier niemanden, der ein Halsband trägt, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen. Dass er in einem Video suggerierte, dass er in der Produktion da irgendwie mit involviert war und das ist ja so, und das ist ja ein Produkt sei, was es so auf dem deutschen Markt noch nicht gibt und der hat das sogar in den Kommentaren dann irgendwie so ein bisschen als Ausrede genutzt. Er sagte zwar fairnesshalber, dass er noch ein Video dazu machen wird und aufklären möchte, ich fand das aber wirklich einen ziemlich miesen Move von ihm und wenn man ihn unterstützen möchte, Bro, fang dann doch einfach an zu streamen, knall da einfach einen Donation-Link unter deinen Stream und dann läuft der Lachs auch schon von alleine. Ja, wenn er auch schon. Der streamt doch schon ziemlich... Open Mind, ich weiß ganz genau, wir haben den auch schon mal geratet. Der streamt doch schon ziemlich lang. Hä? Da hat er sich nicht ganz informiert, weil der Open Mind, der streamt nämlich schon ziemlich lang auf Twitch. Ich weiß auf jeden Fall, dass der auf Twitch gestreamt hat oder streamt. Ich weiß nicht, wie aktiv der das macht. Aber ich weiß, dass der auf Twitch ist und dort streamt. Ja, möchte ich bloß mal hier noch kurz anmerken. Jetzt habt ihr auch noch rein und fertig ist die Kiste. Moin Moin, meine lieben Freunde, Herr Newsdude hier nochmal aus dem Off. Was für der Geschichte mit Open Mind noch vielleicht ein paar Punkte, die ich nochmal nachtragen möchte vielleicht. Ich habe mir da nochmal ein paar Gedanken drüber gemacht und bin ehrlich, ich finde, dass die Aktion wirklich gar nicht geht, weil das Problem hierbei ist einfach, dass er da mit dem Vertrauen von seinen Zuschauern spielt. Das sind ja auch seine Fans, also die feiern seinen Content, die feiern ihn als Person und ich finde, dass sowas wirklich überhaupt nicht geht, so eine Aktion. Wenn ich bei mir im Stream zum Beispiel sage, hey, du lässt hier eine 40-50 € Donation, dann kriegst du so ein Ding dazu, finde ich das so als kleines Extra oder ähnliches, finde ich das wirklich absolut in Ordnung und das könnte auch jeder machen, aber die Art und Weise, wie er es kommuniziert hat, dieser abstrus hohe Preis, dass es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Dropshipping war. Ich blende euch hier jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein paar Screenshots ein, dass man sogar auf entsprechenden Seiten direkt sein Logo draufdrucken kann. Das ist halt auch, gehe ich jetzt mal davon aus, illegal und ich würde das niemals machen. Ja, unter keinen Umständen würde ich sowas machen.
um damit Geld zu verdienen. Weil da hätte ich viel zu sehr Respekt und viel zu sehr Angst davor, dass es sowas passiert. Alter, wirklich, also Open Mind, ganz schwierige Aktion, wirklich ganz schwierige Aktion. Dann finde ich das wirklich, also auch zu Support-Zwecken, wirklich eine extrem schmutzige Aktion. Total und ich stabil, kann das nicht abholen, wie man sowas machen kann. Platz Nummer 4 treffen wir einen alten Bekannten wieder und es wird wieder richtig musikalisch. Es handelt sich um niemand anderen als YouTubes Most Wanted und Most Hated Young Alpha aka Yo Olli. Der hat nämlich dieses Jahr den Vogel ziemlich abgeschossen mit seinen Alben Young Alpha und Young Alpha 2. Ich denke, wenn wir es mal mit Bibi vergleichen, ist es ein weiterer Meilenstein der deutschen Kulturgeschichte und wir werden alle, wenn wir alt sind, Hits wie Guter Tag pumpen mit solchen exzellenten Lyrics, ja, die ich euch gerade einblende. Damit sind wir ja auch groß geworden. Mit Guter Tag bin ich groß geworden. Bin ich hier auf YouTube auch selber ein bisschen gewachsen. Also das war doch wirklich mal einleuchtend und vor allem auch erleuchtend. Ich kann dazu nicht mehr sagen, dass das ganze Album nur so vor wirklich widerlichen Lines über Frauen strotzt und einfach nur abartig ist. Bruder, was hast du dir dabei gedacht? Wirkt es zumindest so, dass das Ganze nicht ganz so ernst gemeint ist, er aber Bock auf das Geld hat und er weiß, dass diese Themen und diese Musik Aufmerksamkeit zieht, deswegen buttert er das einfach raus. Nichtsdestotrotz ein verdienter Platz 4. Kommen wir aber zu den elitären ersten drei Plätzen. Auf Platz 3 geht es ziemlich musikalisch weiter, denn Platz 3 belegt niemand Geringeres als der legendäre Lion T, der es geschafft hat, mit seinem Album, welches vor einigen Jahren rauskam, wirklich richtig rein zu... Ey, no front an dieser Stelle, ich weiß, dass es Lion T... Hallo, nichts gegen Lion TV. Wir sind alles Löwenkinder. Ja, und so möchte ich auch behandelt werden, wie ein wahres Löwenkind. Nach der ganzen Geschichte ziemlich mies ging und ich wünsche ihm wirklich auch nur das Beste, aber das Album war wirklich mega wack. Wenn ihr mal so den Vibe von damals nachempfühlen wollt, ich habe euch unten mal ein Video von Hand of Blood dazu verlinkt, der damals seine Tour besucht hat. Das ist meiner Meinung nach eins der besten Videos von Hand of Blood jemals. Zieht euch das rein. Wenn ihr eine bisschen ernstere Analyse sehen wollt, unten ist auch noch ein Video von KuchenTV verlinkt. Auch ziemlich witzig. Zieht euch das auf jeden Fall rein. Der Grund, warum ich Lion T aber auf Platz 3 gestellt habe und damit aufs Treppchen und nicht auf Platz 4, wo Young Alpha steht, ist nämlich der Grund, dass man bei Lion T ziemlich schnell gemerkt hat, dass er es ernst meinte. Er wollte damit Rap irgendwie revolutionieren, obwohl er es nie gesagt hat. Die Texte sind einfach mega wack und ich stelle mir da wirklich die gleiche Frage wie bei Bibi. Wie kriegt man es denn hin mit so einer Reichweite und so viel? Kann mir bitte wer sagen, was das für eine Hintergrundmusik bei Dude mit Maske ist? Hat auf einmal hier die Dreh, oder wie nennt sich das? Dieses Dreh, du drehst dann zu einem Schlüssel und dann drehen sich so die Figuren auf so einer Scheibe. Aber wie heißt denn das? Drehdings. Drehscheibe, ich weiß nicht. Das ist genau diese Musik. Genau die Musik einfach im Hintergrund. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Glockenspiel? Ist das ein Glockenspiel? Karussell. Spieluhr. Ja, schon eher eine Spieluhr, oder? Eine Drehangel. Auch nicht schlecht. Ein Grammophon, eine Spieluhr, ja, irgendwie sowas, ne? Geld unterm Hintern Spieluhr ist es, ja. Wirklich schlechtes musikalisches Werk zu produzieren. Bruder, hol dir doch einfach einen Ghostwriter oder so. Ich meine, im Rap geht es häufig um Realness, aber... Ey, ich fühle mich da wie auf so einer Kirmes, keine Ahnung. Alter, oder wie auf so einer Rentnerfeier. Und alle stehen so da mit dem Glühwein und trinken ein und freuen sich. Und draußen fällt Schnee runter. Und es ist genau die Musik, die da einfach im Hintergrund kommt. Die einfach dazu passt, zu solchen Momenten. Writer wäre definitiv besser gewesen als folgende Sachen. Schau, wer hätte das gedacht? Ich fange wieder an zu rappen. Ich habe endlich wieder Fun und schreibe die Lieder mit einem Lächeln. Mensch, so spät. Oh, ich wollte mich nur noch umbringen. Also... Ehrlich jetzt, bitte lass die Finger von der Musik. Ich wünsche trotzdem an dieser Stelle alles Gute für die Zukunft und dass du wieder auf beide Beine kommst. Platz 2 ist etwas für die Umweltsünder unter uns, die morgens Bock darauf haben, in den SUV zu steigen und die der Meinung sind, dass Plastik nicht in die Mülltonne gehört, sondern in die Weltmeere. Oder eben, ich weiß, ich bin der König der Überleitung, auf eine Pizza. Ja, und scheiße, diese Hintergrundmusik, die lenkt mich so hart ab und die macht, also ich weiß nicht, ob die mich glücklich macht oder ob die mich gerade aggressiv macht. Wahnsinn. Ja, ihr habt richtig gehört. Platz 2 geht nämlich an das enfant terrible Luca Concrafter, der damals eine ziemlich überteuerte Pizza rausgehauen hat, die einfach Plastik drauf hat. Also, jetzt mal for real, wie muss ich mir das vorstellen, wie er damals diese Pizza rausgebracht hat? Auf meinem Kontoauszug steht plus 40.000. Irgendwie reicht mir das nicht so wirklich. Ich ruf mal bei meinem Management an. Ja, Luca, was kann ich für dich Gutes tun? Ey, Bro, ganz ehrlich, wir müssen irgendeinen Weg finden, wie wir den Kids noch mehr Kohle aus der Tasche ziehen können. Irgendwie funktioniert das nicht mehr so wirklich. Hast du da jemanden, der irgendetwas für uns machen könnte? Wär's denn vielleicht mit einer Pizza oder so? Ich hab da wen an der Hand, der... Fein nur 40.000, warte mal ganz kurz. Also ich muss erst mal sagen, Concrafter hat, glaube ich, alles richtig gemacht. Ich glaube, das war sein bester
Deal, den er hätte machen können, würde ich schon fast sagen. Das war auch von diesem Gusto, wie heißt das, Gustavo, Gusto? Gustavo, ach, diese Pizza-Firma da, Gustavo. Was Besseres hätte entweder Concrafter oder dieser Firma nicht passieren können. Ja, Gustavo Gusto. Ja, sie ist wirklich Gustavo Gusto. Die Pizza lief ja krass. Also ich glaube, die haben damit einen riesigen Umsatz gemacht. Und ja, besser hätte es doch für den nicht sein können. Also ich glaube, Concrafter hatte damit einen riesigen Fang gemacht. Und ja, ganz ehrlich, wenn es nach mir gänge und eine Pizza-Firma würde sagen, ey, hier, wollen wir kooperieren, du bekommst so und so viel Geld oder du bekommst da pro Pizza so und so viel. Und du weißt, du hast die Reichweite, dass das richtig viele Leute auch kaufen, weil du ein krasser YouTuber bist. Dann würde ich das auch machen. Also da verdienst du dich zum einen dumm und dämlich. Zum anderen, das hört ja nicht auf. Ne? Die produzieren ja immer nach. Du bekommst immer weiter und immer weiter Geld damit. Ja, und dazu, du hast deine eigene Pizza. Wie krank ist denn das bitte? Du bist einfach in irgendwelchen Läden. Die Leute, die essen das einfach. Die Leute kaufen sich das. Das ist absolut genial. Ja, das ganz gut und billig produzieren könnte, Bro. Ein bisschen Liquid auf der Pizza hat noch nie jemandem geschadet. Bruder, das hört sich absolut vernünftig an. Der kriegt den Zuschlag. Tja, so oder so ähnlich ist meiner Meinung nach das Gespräch damals abgelaufen, wie Concraft auf die brillante Idee kam, eine eigene Pizza rauszubringen. Für mich ist es auf jeden Fall Platz Nummer 2, weil how kommt man auf die Idee, dass ein Typ wie Concraft da einfach eine eigene Pizza rausbringt? Wer braucht das denn überhaupt? Was soll mir das denn sagen, Alter? Da ist so ein komisches Kreisgesicht drauf, was sein Logo ist, und da ist Plastik drauf, Alter. Muss ich aber sagen, dieses Kreisgesicht finde ich... Ich finde, das sieht fresh. Also jetzt mal Real Talk. Wie die das gemacht haben von Gustavo Gusto, Real Talk jetzt, auch wenn das jetzt tut, also ich meine, es ist jetzt eine Meinungsverschiedenheit. Ich persönlich finde das Design gut, ich fand die Idee gut und eine bessere Marketingstrategie als das, was die da mit Concrafter gemacht haben, gibt's einfach nicht. Alter, what the hell, man? Irgendwann ist doch mal eine Grenze erreicht und vor allem mit sowas komplett überschritten, Alter. Mein Gott, Luca. Mach lieber wieder Insta-Stories, damit du umsonst in den VIP kommst. Platz Nummer 1 ist tatsächlich eine alte Bekannte, die schon mal in dieser Liste heute vorgekommen ist. Ist niemand geringeres als die gute Bibi. Ihr seht, ich habe ein Handy in der Hand und darum soll es jetzt nämlich auch gehen. Die gute hat nämlich damals ein unfassbar krasses eigenes Handy rausgebracht, welches über die Telekom vermarktet wurde. Dabei handelt es sich um nichts geringeres als das mega geile Bibi-Phone. Falls ihr euch fragt, was das Bibi-Phone war, naja, es war ein Sony Xperia M4, glaube ich, was relativ teuer war. Ihr hattet hinten drauf das Gesicht von Bibi, wo ich mich frage, wer sich diesen absoluten Mega-Cringe antut und mit einem Handy rumläuft und YouTuber hinten drauf gedruckt ist. What the hell, Alter? Und zusätzlich hatte es nur ein paar Klingeltöne drauf und man konnte sich von Bibis Stimme wecken lassen. Ich hoffe nicht... Also das war schon ziemlich lost, die Aktion. Aber auch hier kann man nur wieder sagen, ich weiß nicht, ob sich das wirklich krass rentiert hat, aber egal, was Bibi macht, die Fans von Bibi, die kaufen sich das. Ja. Und die werden schon guten Profit gemacht haben mit dem Bibi-Phone. Und die wird auch, ich meine, stell dir mal vor, du bekommst einen Deal und die hatte damals noch nicht die Reichweite, die sie mittlerweile auch hat. Also die hatte da auch schon sehr viel Reichweite, aber da hatte sie vielleicht 2 oder 3 Millionen Abonnenten. Ich denke, die wird mit so einem Werbedeal, wir sprechen da von einem guten sechsstelligen Betrag, da wird sie krasses Geld verdient haben. Nicht, dass es im Bapuab-Sound war, aber lassen wir das einfach mal, lassen wir das mal beiseite. Jedenfalls stellt sich dabei natürlich die Frage, ob es die Idee von Bibi war, das Handy so schlecht zu machen. Plantrada, damals waren 200 Euro für ein Handy relativ teuer. Das war es war schon ziemlich teuer, das war schon gehoben, ja. Oder ob es die Idee von der Telekom war. Bei mir stellt sich dabei die gleiche Frage wie sonst auch hier in dieser Liste, wo der Sinn dahinter liegt, dass man als Beauty-YouTuberin eben ein Handy rausbringt oder so wie Luca, dass man eine eigene Pizza rausbringt. I don't know, Alter, was in euren Köpfen vorgeht. Aber naja, Hauptsache, das Geld stimmt am Ende in eine Kasse und man kann sich noch 200 weitere Einbauschränke ins Haus reinkegeln, ne? Ja, naja, also ich meine, klar geht's ums Geld. Du machst das ja nicht alles nur freiwillig, ehrenamtlich, ohne Geld zu verdienen. Das ist ja ganz klar. Ich muss aber jetzt mal Real Talk sagen, dass ich das Video von Tüte Maske irgendwie... Also ich weiß nicht, das ist jetzt gerade mein Empfinden. Ihr könnt gerne selber sagen, wie ihr das findet. Aber ich fand das Video nicht so stabil. Also mir hat zum einen der Videostil hat mir nicht so krass gefallen. Ich weiß nicht, ich fand das ein bisschen monoton. Auch mit der Hintergrundmusik fand ich es ein bisschen einschläfernd. Und... auch manche, ich fand manche Sachen einfach nicht schlimm. Ich fand einfach, das mit Concrafter fand ich nicht schlimm. Ja, Open Mind wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Das fand ich zum Beispiel ganz interessant. Das ist natürlich richtig lost von ihm gewesen. Ja, zu Your Olli hat er kurz angeschnitten. Ich fand es jetzt irgendwie nicht so tiefgründig. Das war jetzt nicht so lustig. So ein bisschen, ja, wie
Ja, wie es gerade schon jemand geschrieben hat, als hätte er selber, dann wirkt so, als hätte er kein Thema gehabt. Kenne ich aber selber. Ja, ich kenne das ja genauso. Ja, das wirkt so ein bisschen wie, ich muss jetzt mal noch ein Video machen, sonst bin ich inaktiv oder so. Irgendwie so hatte ich das Gefühl bei dem Video. Ja, auch der Schnitt, ich weiß nicht, also er hat ja gesagt, er möchte jetzt richtig reinhauen mit dem Schnitt, er möchte jetzt richtig krass durchziehen, auch was, also der ist richtig gehypt auf den Schnitt, aber das Video fand ich jetzt zum Beispiel auch vom Schnitt her irgendwie so lustlos, ne, so als wäre er, als würde er halt null dahinter stehen, sondern einfach ein Video machen, damit er halt ein Video gemacht hat.